denke mal, also ich meine, ein Problem könnte halt wirklich sein, wenn halt kein Steinfeld, wenn halt keine Steinfelder da sind. Aber dann muss ich halt notfalls meine Türme direkt in irgendeine Richtung bauen, wo halt wieder eins ist. Das können wir relativ schnell scouten. Okay. Und dann wird das schon werden. Ja. Aber die Berge sind natürlich echt ja. strange hier. Cool. Wow. Die sind da richtig frech. Das ist ein Schiff geworden. Ja. Ja, genau. Okay, so, dann hoffen wir mal, dass es gleich losgeht. Dann hoffen wir mal, dass es gleich losgeht. Ja, da wurden noch die Zeichen ausgetauscht. Diese Turmzeichen, die sind auch egal. So. Blüm. Blüm, blüm. Palim, palim. Stream 1 läuft. Wie sieht's aus mit Stream 2? Wir sind am Laufen. Stream normal machen. Bruling? Oh ja, das hört sich gut an. Perfekt, dann auch nochmal viel Spaß. Bis dann. Dankeschön. Habt ihr es qualifiziert? Nein, das kommt ja erst, das ist ja dann nur wichtig, wenn wir nochmal gewinnen und wenn dann auch noch die Frage kommt, ob wir wirklich gemogelt haben oder so. Wenn wir dann nichts vorweisen können, dann ist ja doof. Aber ja, passt. So, jetzt geht's gleich los. Okay. 3, 2, 1. So, Standardaufbau. Hinklatschen, gucken. Okay, da ist schon mal ein Steinfeld. Das ist schon mal schön. Der Wald ist schon mal richtig schlecht. So, erstmal hier ein paar mehr. 1, 2, 3, 4. Und dann erstmal hier direkt ein paar Holzfäller reinpflastern. Also für Holz sieht es hier gut aus. Holz sieht hier erstmal gut aus. So, und dann hier direkt einen Steinmetz hinsetzen und hier drüben auch direkt einen Turm hin und auch einen Steinmetz hin. Ja gut, für die Steinmetze sieht das echt sehr ungeil aus. So, warte mal. Ja genau, hier die Berge alle angucken. Die in allen Richtungen ja liegen irgendwie. Da sind ja. Warte mal, ich mach mal hier direkt 5 Sabos. Das war direkt ein paar Leute vernünftig zu den Planierraupen schicken können. So, und dann gucken, wo die nächsten Steine versteckt sind. Okay, ja, das sind auf jeden Fall erstmal ein paar. Das ist schon mal okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Haben wir da schon mal einen guten Anfang. So, dann können wir hier auch direkt das Wohnhaus bauen. Okay, vom Stein, das ist gut, glaube ich. Rechts, bitte. Oben, unten, also eigentlich vom Stein. Ja. Also ja, erstmal, ja, sieht ganz gut aus erstmal, ne? Ist überall ein bisschen Stein. Ja. Sieht echt gut aus. Also steinemäßig, ja. Berge haben wir auch genügend. Das ist echt erstmal gar nicht so verkehrt. Sieht erstmal ganz gut aus. Der Fluss ist auch sehr schön. Also der Fluss ist echt perfekt, muss ich sagen. Da kann man richtig schön Sachen hinsetzen. Ja. So, hier müssen wir natürlich dann weitergehen. Wahrscheinlich hier. Hä? Nur ein was? Ein Wald? Ein Fluss habe ich. Achso, ja, ein Fluss, aber der liegt schön. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob er bei dir jetzt auch so schön liegt. Aber bei mir liegt er zumindest ziemlich schön. Der geht so schön nach links unten weg. Ah, oh doch, bei dir ist auch okay. Geht auch. Kann man mit leben. Ist jetzt nicht das Beste, aber ist schon okay. So, warte mal, du wirst so, du wirst zu dem. Und du gehst hier hin, dass du da gleich Steinmetz werden kannst. Okay, Wohnhaus ist schon fertig, das ist auch schön. Ja, toller Boden, ne? Stimmt, der ist auch hier irgendwo. Eben bin ich doch da sogar drüber gegangen. Wo ist denn der? Also man muss auch echt nicht viel planieren, glaube ich, so größtenteils. Geht halbwegs. So, die Steinmetze hier sind natürlich echt so ein Problem, dass wir die erstmal bauen müssen, aber es ist okay. Der Turm wird gleich fertig. Dann können wir hier gleich den nächsten Steinmetz hinklatschen. Oh, da unten ist schon Gold. Schön. Okay, Steinfelder sehen gut aus.
Und ich glaube, ich bin auch echt ziemlich froh gerade, dass ich nicht Römer bin. Weil das tatsächlich ein bisschen, ja, eng mit Wald und allem wird. Ich glaube, so viel Bauplatz ist hier nicht. Das heißt, man muss sich echt relativ weiter nach außen bauen. So, den Turm da muss ich auf jeden Fall stehen lassen. Den darf ich nicht abreißen. Das wäre ein grober Fehler. Warte, den müssen wir erstmal. Okay. So, dann erstmal hier abreißen. Bumm. Du kannst hier gleich. Okay, na, da müssen wir jetzt den nächsten Stein jetzt hinsetzen. Sehr schön. Aha. Hoppala. So, das. Was fehlt noch? Drei Soldaten. Wovon die meinen Soldaten? Drei Soldaten fehlen. So, jetzt kommt wieder der Punkt, wo. Oh ja. Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Keine Ahnung, wo du die verloren hast. Egal, sind nur die Staatssoldaten. Nicht so wild. So, da brauchen wir jetzt wieder ein paar Holzfäller mehr. Und dann brauchen wir, genau, ja, schön. Da können wir dann das nächste Steinfeld hinsetzen. Wunderbar. Die Steinmetze sind hier auch schon auf dem Weg. Perfekt, das sieht doch gut aus. Okay, Steinmetze sind schon bald fertig. So, dann kann ich schon mal die. Ne, erstmal das nächste Sägewerk in Auftrag geben. Und dann die nächsten Holzfäller. So, mal sehen, wo macht denn der Herr Holzfäller hier noch seine Bäume weg? Na, müssen wir noch ein bisschen Platz finden. Ach so, Zeit muss ich anmachen. Was war das? F6 oder F7? Ich komme immer durcheinander. 7? Okay, gut. Ja, passte. Passte. So, das läuft erstmal. Ja, wie wird denn hier los, ey? Hier sind die Geologen erstmal ganz gut beschäftigt. Also hier gibt es Gold schon mal. Ich baue hier schon mal die. Warte mal, wo bauen wir denn die erste Eisenschmelze hin? Wo gibt es denn hier überhaupt viel Eisen? Da oben ist ein bisschen Eisen. Oh, das ist so richtig doof. Da komme ich erstmal gar nicht richtig hin. Hoppala. Da muss ich aufpassen. Nicht, dass ich mir da irgendwas verbaue. Okay, aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal schon mal die Eisenschmelze. Eine. Und die Werkzeugschmiede kann ich. Ah ne, Moment. Die bauen wir lieber doch hier unten hin. Und die Werkzeugschmiede daneben. So. Okay, das große Wohnhaus ist schon mal fertig. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal der wichtigste Job. Okay. Weiterer Holzfäller. Und die Steinmetze sind am Arbeiten. Und der erste Steinmetze hat schon bald Probleme. Weil der nicht sehr schön da steht, leider. So, okay, man hier noch mehr weiter hier hin. Ah, das ist natürlich jetzt echt ein Problem. Jetzt muss ich hier mal. Dann brauche ich jetzt echt zwei Pioniere. Okay. Hier haben wir jetzt erstmal nur Kohle. Das ist natürlich ungünstig. Kein sonderlich schöner Fall. Uns fehlt Stein und uns fehlt Holz. Okay. Ungünstig. Definitiv. Achso, warte, dann lassen wir den Turm erstmal. Was denn? Was ist los? Schon wieder einen verloren? Schmeiß nicht alle Leute weg. Nein, ich habe ja einen Turm im Bau und der hat also meine Bombenträger vom Turm getrennt. Ach so. Ach so, die haben Dieb hier irgendwo wieder am Rumlungern. Sind hier schon wieder Diebe unterwegs, okay. Ja, da muss ich hier.
Solche Gemeinde. Wir müssen unsere Grenzen sichern anscheinend. So, warte, da habe ich doch garantiert noch irgendwen, den ich hier für abstellen kann, für die Grenzsicherung. Muss da irgendwas sein, wenn die hier noch wieder mit Dieben rumfahren. Ja, sollen sie machen. Sollen sie machen. Ich versuche ein bisschen drauf zu achten. So, wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt 12 Holz tatsächlich. Steine gehen jetzt auch gerade. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich schon wieder... Ich kann jetzt eigentlich schon wieder anschmeißen hier. Ach, da oben ist Eisen. Ja, Gott sei Dank. Das ist aber nicht viel. Das ist ja überhaupt nicht viel. Wo sind meine... Da sind die beiden. Okay, wo ist der andere? Ach, die sind beide hier. Ja, das trifft sich ja gut. Okay, da müssen wir hin. Da gibt es nämlich Eis. Alter, wie wenig Rohstoff gibt es denn hier? Ja gut, dann legen wir schon mal los mit der ersten Getreidefarm. So. Kann man nie früh genug mit anfangen. Und den Turm können wir auch bauen. Dann können wir hier den nächsten Steinbruch bauen, weil wir jetzt schon mal wieder ein paar Spitzhacken machen können. Und den Turm möchte ich abreißen, weil... ja, lassen wir doch nochmal. Ich weiß noch nicht, wie ich am besten die Steinmetze hier hinsetze, aber der ist auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall nicht wahnsinnig toll hier irgendwie. Wow, da ist ja echt richtig viel Eisen. So richtig viel. Okay, dann gucken wir schon mal wieder ein bisschen auf die Verteilung. Also Werkzeugschmiede und Goldschmelze brauchen viel. Und ja, auch die Werkzeugschmiede definitiv viel Eisen. Und hier die Eisenerzmine und die Stahlmine. So, haben wir das jetzt schon mal ein bisschen. Dann, wie sieht's aus mit Holzfällern und Sägewerken? Das ist okay. Wir haben erstmal auch noch genügend Siedler. Du hast schon wieder... Ach nee, Minute 2, Minute 3, Minute 4. Achso, das sind einfach nur die alten Meldungen. Ich hab schon wieder Panik gekriegt. Ich hab gedacht, was ist zur Hölle? So, also okay, der Steinbruch liegt voll. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Okay, Moment, aber wenn der Steinbruch voll liegt, dann heißt das doch im Prinzip, dass... Warte, wo können wir noch mal ein bisschen Holz anbauen? Hier drüben definitiv. Ach ja, ich mach da noch mal einen Wald. Joa, gehen wir da hin. So, was? Also, Steinmetz liegt voll, ungünstig. Dann... Bauen wir doch schon mal einen Fischer. Und dann baue ich doch schon mal ein Wasserwerk. Können wir schon mal hier hinsetzen. Da brauche ich noch nicht bauen, aber können wir schon mal setzen. Dann bauen wir auch schon mal die Kohleminen, die ersten. Meinetwegen auch gleich die erste Eisenmine. Na, die... Wo haben wir denn... Wo gibt es noch ein bisschen Eisen? Das ist echt doof gerade. Also, auf die, gefühlt ist auf dieser Map noch weniger Eisen. Warte mal, wo ist denn bei dir hier Eisen überall? Ah, da unten auf dem südlichen Berg, da so. Warte, welcher ist das? Das ist der da oben, hier so irgendwo. Okay, dann gucke ich da mal hin. Gucken wir da mal hin. Schauen wir uns den Berg mal in Ruhe an. Ja, aber also bislang habe ich echt irgendwie nicht viel. Na gut, dann machen wir halt erst Gold. Ist auch okay. Dann baue ich halt erstmal eine Goldschmelze. Dann bauen wir schon mal eine Goldschmelze. Kann auch nie schaden. So, jetzt fehlen wieder 7 Steine. Okay. So, dann weiter nach hier gehen, bitteschön. Ja, müssen wir so machen. Achso, warte mal. Nee, müssen wir gar nicht. Kann ich doch anders machen. Oh, wo wurde... Irgendwo wurde hier gerade gekämpft. Irgendwo wurde hier gerade gekämpft.
Zufällig. Ah, zufällig irgendwo ein Dieb gekloppt oder so, ja. So. Ich habe meine Wunsch zusammen gerade. Okay. Wir brauchen ein paar mehr Werkzeuge, ein paar mehr Schaufeln definitiv. Ach so, ich kann hier auch schon mal ein paar mehr Leute nochmal. Okay, sehr gut. Dann bitte hier und hier euch drum kümmern, dass wir da eine Verbindung hinkriegen. Dann kriegen wir bald Eisen. Das ist schön. Ein bisschen Eisen brauchen wir nämlich definitiv. Sonst gibt's Probleme. So, warte mal. Ich habe noch eine Axt, das heißt, ich brauche auf jeden Fall jetzt noch eine. Und dann passt das erstmal. Dann ist erstmal okay. Genau, hier unten gibt es Gold. Ah, da, ja, da haben wir doch Eisen hier. Perfekt. Na, supi. Okay, dann können wir doch hier gleich die nächsten Eisenschmelzen bauen. Ja, wobei, vielleicht sollte ich damit noch ein bisschen warten. Mir fehlt noch ein bisschen Stein. Moment. So. Wird irgendwas noch vor dem Wohnhaus fertig? Ja, wahrscheinlich. Garantiert wird noch irgendwas davor fertig. Garantiert noch irgendwas vorher fertig. Mal sehen, was. Aber irgendwas bestimmt. Okay, jetzt sind auf jeden Fall alle Träger gut beschäftigt. Okay, der Aufbau ist gerade ein bisschen stocken geblieben. Brauchen wir den Förster und den Holzfäller brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Und das braucht eigentlich auch erstmal nicht fertig werden. Die Goldmine ist auch nicht so wichtig gerade. Und die Eisennetzmine auch nicht. So, Steine sind es, die wir benötigen. Steine. Wir benötigen mehr Steine. Ah, sehr gut. Die haben das hier erledigt. Wo würde ich denn noch hingehen jetzt als nächstes, um hier frei zu schaufeln? Hier hinten ist okay erstmal. Dann gehen wir mal hier ein bisschen hin. Okay, du gehst da hin, du gehst hier hin. Es wird nichts fertig. So, jetzt können wir mal zwei Leute, zack, zu Trägern werden lassen wieder. Ah, 59, perfekt. Nochmal einer mehr. So, vier Steine noch für das Wohnhaus, das ist auch wichtig, wenn das fertig wird. Okay, und wir können auch gleich die Mühle in Auftrag geben, die erste. Ach, jetzt habe ich das Sägewerk hier. Die Trottel. Jetzt habe ich erst das Sägewerk in Auftrag gegeben. So. Okay, aber anscheinend sind genug Träger da, um alles zu erledigen. Hier unten. Ja, da muss ich hin. Das ist wichtig. Das Steinfeld. Kann auch gleich den ersten Stein jetzt schon abreißen wieder, weil er total blöd ist. Total blöd steht. Achso, warte mal, wo sind jetzt meine... Ja, die sind da, okay. So, zwei Steine noch, kommt. Das kriegen wir doch hin. Wir werden auch irgendwie hinkriegen, noch zwei Steine dahin zu ballern. Ja, gut. Gehen wir hin. So, bitteschön. Dann wieder 59, dann wieder 60. Okay, komm, komm, komm. Oh, wo ist denn der Stein für dieses blöde Wohnhaus? Sag mal. Was ist da los? Kann doch nicht wahr sein. Na, wir brauchen noch eine Spitzhacke. Auf jeden Fall. Und was mache ich gerade? Ich baue... Ich habe drei Sägewerke. Okay. Mühle wird gebaut. Schön, dass die Mühle fertig wird und nicht das blöde Wohnhaus. Gehen wir schon mal hier das nächste wieder in Auftrag. Dass die hier schon mal wieder planieren können. So, Ressourcen haben wir jetzt genug. Okay. Dann gib ihm... Dann gib ihm Feuer frei. So.
Achso, dann müssen wir hier noch ein bisschen schauen. Hier können wir noch eine Kohlemine setzen. Hier wäre Platz für Steinmine. Hier wäre auch Platz für eine Kohlemine. Das geht gerade noch nicht. Da wäre Platz für eine Steinmine. Oh, hier wäre richtig, richtig schön Platz für eine richtig schöne Goldmine. Und eine Kohlemine darüber. Wunderbar. Und noch ein Fischer. Stimmt, haben wir haben auch gar nicht so viele. Wir haben gar keinen Teich hier irgendwie, wo wir Fische uns angeln können, ne? Oh, das ist natürlich auch interessant. Ja. So. Okay, das passt jetzt erstmal. Oh, verdammt, ich habe noch gar kein Lager gebaut. Das hätte ich schon längst mal tun sollen. Hier hinten. Vielleicht, oder? Ja, irgendwo hier so. Vielleicht gar nicht so doof. Ach, jetzt habe ich so viel Gold. Warte mal, was? So, ich baue mal ein paar Zierobjekte hier. Zierobjekte? Nee, ich will nur, dass das Gold dahin getragen wird. Ich hoffe, die nehmen das Gold direkt weg. Okay. Achso, ich kann da eigentlich das direkt auch abreißen wieder. So, dann kann die Goldschmelze erstmal ein bisschen weiter arbeiten. Das ist gut. Okay, so, was ansonsten? Nächstes Wohnhaus habe ich schon in Auftrag wiedergegeben. Okay, sehr schön. Das läuft. Dann nächste Getreidefarm. Und die dritte auch direkt. Ja, immerhin braucht dieses Mal nicht so viele Angeln. Ja, genau. Jetzt braucht man nicht so viele Angeln. Das ist doch auch was. So, ein paar Spitzhacken noch. Ich weiß nicht. Ja, ein paar Schaufeln und... Schaufeln und Hämmer braucht man immer. Das ist nie verkehrt. So, dann können wir hier überleben, noch eine Eisenschmelze und dann schon mal Waffenschmiede zu bauen. Und dann bauen wir hier hinten Lager. Ich habe keine Ahnung, wie smart das ist, da ein Lager zu bauen. Aber wir werden es sehen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die Rekrutierungsbasen alle errichten soll. Das ist echt so ein bisschen schwer zu sagen. Ja, bei mir. Weil die so weit weg waren. Ja. Kannst du mal die ersten? Ist aber auch echt alles ein bisschen... Okay, doch, hier gibt es ganz gut noch Eisen. Okay, das ist ganz schön. So, ja, Problem. Wird jetzt... Ah, Gold wird fertig. Okay, sehr gut. Gold ist fertig. Das Lager ist fertig. Sehr schön. Bauen wir ein zweites Lager. Das baue ich dann... hier drüben hin. Das ist auch okay. So, weitere Goldschmelze. Ein Gold gibt es hier echt ohne Ende irgendwie. Gold gibt es hier ohne Ende, aber halt nicht so viele Fische. So, das wird natürlich echt interessant jetzt. Oh, ich habe noch keinen Bäcker. Das ist schändlich. Das ist überaus traurig. Okay, Wohnhaus. Können wir gleich ein neues nochmal bauen. Achso, hier Diebe. So. Kann ich jetzt hier mittlerweile einen Turm hinbauen? Immer noch nicht. Gibt's auch doch mal hier irgendwie gegen den Turm hinzusetzen. Jäger. Jäger, gar nicht schlecht. Wie viele... Ah, die Holzfäller. Kann ich jetzt mal langsam bauen. Das hätte ich jetzt schon mal eher in Auftrag geben können. Wobei es geht. Holz ist tatsächlich kein großes Problem. Und Steine habe ich jetzt auch. Woran liegt es denn gerade? Was ist denn gerade das Problem? Ah, es sind auch schon 23 Minuten rum, lol. komplett verpennt. Ja, das ist natürlich dann logisch, dass da, da geht die Zeit natürlich hin. So.
Okay. Das erklärt natürlich einiges. So, Steinmine brauchen wir jetzt erstmal nicht in Auftrag geben. Kohlemine, Steinmine. Ja gut, wir machen erstmal hier hinten alles, ne? Aber hier hinten erstmal die ganze Bude klar. So, da hinten kommen wir mit dem Steinfeld erstmal nicht weiter. Das ist ja sehr bescheiden. Ich darf nicht irgendwann meinen letzten Turm abreißen, ey. Das wäre richtig fehl. Okay, so, ihr könnt jetzt mal hier runtergehen. So, es fehlen Spitzhacken. Ja, oh, das habe ich mir doch gedacht. So, gib mir mehr Spitzhacken. Wir brauchen mehr Spitzhacken und noch ein weiteres Wohnhaus. Und dann kann ich auch schon mal die erste Ziegenfarm hier bauen. Wasserwerk, noch ein Bäcker und ein Schlachter. So. Okay, und da auch Waffen und Gold einlagern. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. Oh, Hallöchen, bin ich ja gleich bei dir. So, bauen wir hier nochmal ein bisschen drum. Soll ich auf 10 Holzfäller hochgehen? Ja, warum nicht? Du hast sehr viel Stein und kannst auch viele Steine verbauen. Ja, ne? Dann kann ich mir, genau, kann ich mehr Steine holen und dann kann ich mehr verbauen vom Holz. Das denke ich auch. Das ist doch gar nicht so doof. So, die Mühle ist jetzt schon voll. Das ist ja toll. Aber die Bäckerei wird gleich fertig. Okay, das klingt gut. Dann brauche ich noch zwei Äxte und noch eine Säge. Nee, drei Äxte besser gesagt. Oder? Nee, warte mal. Ja, doch. Zwei Äxte, eine Säge. Ja. Und eine Angel. Na klar, die habe ich auch vergessen. Die fehlt natürlich auch. So, also das läuft jetzt schon mal so langsam an. Schön. Da kommen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Okay. Was gibt es denn hier noch? Wo habe ich denn noch ein paar Geologen, die mir da weiterhelfen können? Hier, du kannst hier erstmal hinten, hier hinten erstmal hingehen. Ich glaube, ich brauche mehr Geologen. Das ist ja Wahnsinn. So, wieso ist da ein Steinmetz ohne Arbeiter drin? Das geht gar nicht. Wie viele Steinmetze habe ich jetzt? 11 Steinmetze und ich habe 10 Steinmetzhütten. Okay, das heißt, da habe ich jetzt ein bisschen zu wenig gemacht. Dann habe ich einen abgerissen, der gar nicht hätte sein müssen. Okay, dann baue ich einen neuen. So, die müssen einfach mehr planieren hier. Mehr planieren. Wow. Aber ich gerate fast in einen Siedlermangel. Jetzt wird es langsam knapp. Alle sind beschäftigt, fast alle sind beschäftigt. Es sind nur ein paar dabei, die gerade nicht so viel zu tun haben. So, wo müsste ich denn am besten nochmal. Hier könnte ich nochmal direkt hingehen, oder? Wo sollen mir meine Pioniere am besten hingehen? Gute Frage. Gute Frage. Wo brauche ich sie am ehesten? Vielleicht doch da drüben. Um hier das Eisen einzunehmen. Oder hier den Bereich. So, da muss ich auch gucken, wo ich am besten so einen Bereich für. Ah, hier oben kann man erstmal wieder richtig schön Kohleminen hinsetzen und eine Goldmine. Ja, Hammer. So, hier habe ich noch eine Kohlemine, noch eine Goldmine im Bau. Ah, jetzt fehlt mir Holz. Okay. Das habe ich mir fast gedacht, dass das irgendwann jetzt zum Problem wird. Deswegen gut, dass ich noch ein weiteres Sägewerk baue. Okay, so, das läuft erstmal an. Das ist okay. Bäckerei braucht noch ein bisschen. Ziegenfarm fehlt noch ein bisschen was. Okay, ich habe zu wenig Planierer. Ich baue zu viel gerade, glaube ich. Ich baue ein bisschen zu viel. Nur ein bisschen zu viel. Ja. An zu vielen Orten gleichzeitig. Das ist nicht gut gerade. Muss ich ein bisschen Einhalt gebieten. Aha.
Okay, ansonsten, was sagen denn unsere Waren und so weiter? Okay, wow, krass, ich habe trotzdem mehr Ressourcen, wahrscheinlich einfach, weil ich halt Maya bin und die ganze Zeit Steine kloppe und deswegen alles mit Steinen hochprügeln kann. Okay, dadurch kriege ich schon mal schnell Gold und ein paar Waffen rein, das ist doch schon mal gut. So, da fehlt es an Eisen, da fehlt es an Kohle, ja, es fehlt halt an Broten. Achso, kommt jetzt aber, kommt langsam. Da fehlt noch ein Bäcker. Komm her. Wo kommen die Bäcker? Wann kommen die Bäcker? Da kommen die Bäcker. Okay, da sehen wir schon mal die PT-Wall irgendwie. Da hinten. So, hier muss ich irgendwie... Ah, schön. Schön. Hier kann man richtig schön haben. So, halbe Stunde ist um. Ist erstmal ganz okay. Ich meine, es tut sich nicht so viel. Ich meine, es muss natürlich alles noch ein bisschen flüssiger laufen. Ah, der Jäger. Ah, der Jäger, der tut gut. So ein Jäger, der weiß schon einiges. Mir fehlen schon wieder 15.000 Spitzhacken. Das ist nicht zu fassen. Ja, wie kann es sein, dass einfach immer permanent Spitzhacken fehlen? Ja, und ich habe auch nur, ja, und ich habe halt auch einfach permanent zu wenig. Ja, ich glaube, ich darf halt echt nicht so viele Minen bauen gerade. Die sind gerade völlig überlastet. Ein Hammer fehlt mir auch jetzt schon wieder. So, schnappt euch die Hämmer. Werdet glücklich damit. Nice. Okay, die Lager füllen sich so ein bisschen. Ja, ich brauche mehr Goldschmelzen. Davon habe ich noch zu wenige. Aber die laufen gerade erst an. Das heißt, ich glaube, ich muss auch schon mal so langsam aber sicher nochmal ein weiteres Lager bauen. Sonst wird es nämlich bald bunt. So. Da kann ich. Hm? Ich hab gesagt, ich mache mir 30. Ja. Dann machen wir so. Boah, Fisch ist echt ein Problem. Ich darf Fisch nicht. Ich muss Fisch komplett auf die Goldmine schieben. Weil sonst haben wir irgendwann kein Gold mehr. Die haben mir das Fleisch geklaut. Na, diese scheiß Dinge von den Leuten. Was ist mit denen? Ich hab gerade mitten im Nirgendwo ein Stück Fleisch gefunden. Mitten im Nirgendwo ein Stück Wald, ja gut. Fleisch. Ach so. Fleischkörner. Dass die so einen Nerv haben, das richtig gut zu klauen. Da hab ich immer Lust drauf. Weißt du so? Ja. Oh, war ja. So, warte mal. Ich schick mal den hier rüber. Ich hoffe, das ist ein. Ja, bestimmt. Haben sie bestimmt, das schmeckt bestimmt. So, was denn los hier? Die Bäckerei braucht ewig. Das Sägewerk ist fertig, aber da fehlt noch die Hä? Moment. Doch, ich habe einen Sägewerker. Ach so, der ist noch auf dem Weg. Der ist einfach noch nicht da. Der lungert noch irgendwo rum. Ich verstehe. So, hier, mehr Planierer. Gott, ey. Das ist wahr sein. Das klauen die mir alles hier weg. Die klauen bei dir schon wieder? Nicht unten. Am Bach. Wahrscheinlich. Bei mir sehe ich nichts. Also sehe ich nicht, dass irgendwas geklaut wird. Ja, wohl nicht. Ich sehe nur die Fleischkoppen und sowas. Sind sie bei dir jetzt nur am Klauen? Ja, okay. So, brauche ich nochmal einen weiteren Steinmetz hier. Oder auch zwei. Das kann nie schaden. Ach, du Scheiße. So, zählt das als in PT-Roll reintauern? Nee, ne? Oh, doch. Ja, okay. Das ist verboten. Das ist zu nah. Okay. Hm. Naja, egal, was soll's. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. So, ja, die Steinmetze, die sind hier ziemlich lost. Okay, aber ich habe eigentlich auch ganz gut Stein da. Ne? Es ist halt echt das Problem, dass ich zu wenig Arbeiter habe. Die müssen halt
Alle kommen hier. So, kommt mehr Arbeiter. Ich habe jetzt 81 Gold. Wow. Okay, Gold läuft. Eisen läuft nicht. Ich brauche mehr Eisen. Ah ja, weil die Ziegenfarm zu lahm ist. Ja, okay. Die Ziegenfarm ist ein Problem. Was tun wir denn da? Was tun wir denn da am besten? Okay, es kommt ein bisschen Fleisch rein, aber es ist halt echt nicht viel. Da gibt es nochmal Eisen. Lass mal gucken, was es da gibt. Okay, da gibt es erstmal nicht viel sonst. Hier gibt es hier vielleicht noch was. Hier gibt es nochmal Eisen. Da müssen wir auf jeden Fall, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Ja, hier das Eisen müssen wir auch mitnehmen. Wo ist mein Schwertkämpfer, der hier in den Turm reingeht? Kommt da jemand? Kommt da jemand? Ja, irgendwer kommt. Von irgendwo. Okay. Das ist die Hauptsache. So, mehr Wohnhäuser. Und theoretisch kann ich mir auch schon mal einen großen Tempel irgendwo bauen. Naja, noch nicht ganz. So, den reißen wir ein. Und dann reiße ich den hier auch gleich ein, sobald der andere Turm besetzt ist. Achso, kann ich schon. Das sieht jetzt wohl nicht viel schöner aus. Zuerst bei mir bin ich. Oh, ich habe noch einen Fluss gefunden. Von dir nach unten links im Prinzip. Ach, da bist du schon auf dem Weg hin. Ja. Bist du schon fast am Meer? Ah, okay. Oh, ja, gut, super. Jo, das ist natürlich dann umso besser, ne? So, wo machen wir jetzt? Hier kloppen wir jetzt den großen Tempel hin. Reißen wir den hier mal ab. Ja, gut, der. Es fehlt zum Besetzen des Gebäudes eine Spitzhacke. So, warte, wie viele Steinmetze habe ich immer noch? 11. Dann reißen wir den jetzt auch ein hier. Ja, Werkzeugschmiede, ey. Die ist ein bisschen unfähig gerade. So, ich brauche mehr Planierer, Träger, alles Mögliche. Mehr Getreide auch. Nee, warte mal, das machen wir anders. Ich baue die Getreidefarm vielleicht hier oben irgendwo, wo es relativ schönes Waldstück, so ein schönes Waldstück ist. Haha. Dann wird mir da nichts platt getreten. Und es fehlt natürlich schon wieder eine Spitzhacke. Klar. Achso, nee, warte, willst du da? Nein, geh mal hier hin. Wo ist der andere Pionier? Der pioniert da noch fleißig rum. Okay. Oh, da unten. Also Gold gibt's hier in Massen anscheinend. Gold gibt's hier echt massiv. Dann brauchen wir nochmal 2 Goldschmelzen. Dann baue ich nochmal ein Lager. So, also Eisen ist bei mir echt das Problem, dadurch, dass halt nicht viel Fleisch reinkommt im Moment. Leider. Okay, ja, ich brauche mehr Farmen. Ich brauche mehr Getreidefarmen. Definitiv. So, nochmal mehr. Wo fehlen denn überall Spitzhacken? Das kann nicht wahr sein. Okay, 37 Minuten mittlerweile und es ist immer noch nicht wirklich vorangegangen. Noch weitere Eisenmine hier hin. So. Aber hier noch ein Schwertkämpfer. Kann ich nochmal hier mit hinsetzen. So, ich weiß nicht, ob hier noch irgendjemand anders vorhat, irgendwo was zu klauen. Wir versuchen es mal zu vermeiden, indem wir hier einfach ein paar Soldaten hinstellen. Also Goldschmelzen laufen phänomenal gut. So, macht doch schon mal die Kaserne hier. Ist mir auch jetzt erstmal wurscht. Hauptsache, wir kriegen erstmal ein bisschen was.
Sonst baue ich einfach schon mal ein paar Zierobjekte. Nein, das ist zu früh. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Dann brauche ich lieber noch mehr Farmen. So, machen wir die nächste Farm auch direkt. Mehr Getreide. Gib mir mehr Getreide. Okay, dann brauche ich noch eine weitere Mühle natürlich und noch einen Bäcker und vielleicht auch noch ein Wasserwerk. Kann auch nicht schaden. Ja, bau dir erstmal einen Haufen Fischerhütten. Wo baue ich den Bäcker hin? Hier vielleicht. Okay. Oh, da drüben ist auch ein toller Fluss nochmal. Ja, wow. Und hier bauen wir noch einen Fischer hin. Bauen wir noch eine Angel. Okay, 40 Minuten rum. Ja. So langsam könnte aber tatsächlich mal was kommen. Und langsam könnte was passieren. Ich habe halt echt Fleischprobleme. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen Fisch auf die Eisenminen setzen. Ich glaube, das wäre doch gar nicht so doof. Weil die Eisenminen halt echt nichts fördern gerade. Ja. Es liegt halt auch echt an Getreide. Ich habe zu wenig Getreide. Ich muss richtig... Ich glaube, ich übertreibe es mal echt richtig und baue nochmal eine weitere... Ach, ich kann hier noch einen weiteren Jäger bauen. Nochmal eine weitere Farm hier hin. Oh, jetzt fehlen mir Steine. Okay. Warum fehlen mir Steine? Weil jetzt gerade zu viele Leute loslaufen, um Steine zu holen, vielleicht? Hä? Verstehe ich nicht. Müssen wir irgendwo sein, die ganzen Steine. Naja, gut. Spitzhacken fehlen mal wieder. Na klar, was sonst? Was auch sonst? Hm. Oh Gott, die Goldminen liegen schon voll. Wahnsinn, weil ich halt nicht genug Goldschmelzen habe, ne? Und eine Kaserne wird so ganz langsam und entspannt planiert. Na gut. Ja, naja. Schauen wir mal. So, baue ich mal hier einen großen Turm hin. Ha. Okay, also Gold habe ich echt ohne Ende. Das ist echt kein Problem jetzt gerade. Gold habe ich auch gerade nicht so viel. Gold hast du nicht? Ich habe den gerade nicht. Also wenn du willst, können wir auch einen Markt bauen. Ich kann dir auch Gold schicken, wenn du willst, ne? Ich brauche noch erstmal Waffen. Also, Markt können wir machen. Super. Ja, ich baue einfach mal hier einen direkt am Berg. Dann können wir, falls wir was brauchen, dann hin und her schiffen. Also ich bräuchte nämlich definitiv Waffen und du bräuchtest definitiv Gold. Das ist doch gut. Dann, ja, ich glaube, ich werde jetzt auch einfach dafür sorgen, dass ich möglichst viele... Ja gut, ich baue halt echt gerade ein bisschen sehr viel, ne? Na, so... Den Steinmetz, den möchte ich auch abreißen. Da kommt dann hier noch ein neuer hin. Okay, so, großer Tempel wird fertig. Schön. Weiß ich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich die Wüste auf einen Ort bezauber, wo Bäume sind? Verschwinden die dann? Lava erkalte, dann Wiese wird zu Wüste. Dann muss ich mir einen schönen Ort suchen für meine Wüste. Tja, mal sehen, wo ich das mache. Vielleicht hier oben. Naja, nee, das ist da oben, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich sollte schon, wenn hier unten irgendwo hingehen. Okay, ich habe auch noch drei Türme. Das heißt, ich kann hier noch den einreißen. Gehen wir hier rüber.
So, Spitzhacken fehlen mal wieder. Ja, ist mir schon klar. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt fehlen schon wieder so viele Spitzhacken. Ah, Schwerter kommen. Okay, sehr gut. Bögen einlagern bitte. Und Gold. So, und nächste Kaserne bauen. Die müssen jetzt fertig werden. Die klauen ja auch alles weg hier, Mensch. Die haben schon wieder geklaut? Ja, ich klaue den mal von meinen Türmen, die ich baue. Ach so, dann klaut er da halt ein bisschen Holz und Stein weg oder so. Ich meine, vielleicht klauen sie bei mir auch. Ich merke es halt wahrscheinlich nur nicht. Ich sehe es halt nur, weil ich die Reste sehe. So, gibt es hier noch irgendwo was? Ah, ich baue mal den, ich reiß mal den Jäger ab. Okay, da kommt nämlich gerade das neue Jagdhaus. Perfekt. Von der Zeit her super. So, Eisen wird gerade geliefert. Gut. Wir brauchen nämlich mehr davon. So, und auch Brote brauche ich mehr. Also Getreide ist echt Mangelware, so ein bisschen. So, und ich brauche mehr Wohnhäuser. Ich brauche mehr Wohnhäuser. Okay, Viertelstunde noch. Oh, ich bin gleich am Meer. Das ist ja toll. Dann kann ich da mit meinem Priester auch nichts anfangen. Toll. Wüste am Meer ist jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Naja, gut. Wo geh ich denn hin in meiner Kackwüste? Ist ja richtig blöd. Na, dann gehe ich da unten hin. Passt schon. So. Also, Gold. Fangen wir doch erstmal an hier. Ein bisschen rekrutieren schon mal. Ja, so wie sieht die Seite wirklich schlimm aus. Ja, fangen wir schon mal an, ein bisschen was zu rekrutieren, damit die Lager so ein bisschen leerer werden. Oder ich gehe halt echt voll auf Zierobjekte. Okay, Goldschmelzen sind so langsam fertig. So, Kohleminen müssen gebaut werden. Gott, es muss einfach alles gebaut werden. Ich habe einfach zu wenig von allem. So, die kann erstmal pausiert werden. Die können wir erstmal loslegen. Okay, gut. Nächste Getreidefarm ist gleich fertig. Dann sollte es doch so langsam ein bisschen losgehen mit ein bisschen mehr Getreide. Ja, mal schauen. Okay, so, also die ersten Soldaten werden ausgebildet, das ist gut. Das müssen sie ja auch. Mit war ein bisschen... Ach doch, mittlerweile habe ich ja schon 51 Waffen, das geht ja. So, ich habe aber... Ich hab noch zu wenig Waffenschmieden. Das ist natürlich noch ein Problem. Da muss ich noch ein bisschen nachrüsten. Eisenschmelzen, okay. Aber Waffenschmieden brauche ich noch. So, mehr Waffenschmieden. Jetzt fehlt schon wieder eine Sense. Ach du heiliger Strohsack. So, und dann machen wir nochmal 5 Hämmer. Und dann wieder ein paar Spitzhacken. Okay. So, das ist fertig. Okay, das ist auch fertig. So, ein paar Schwertkämpfer hier runter. Und ein paar Bogenschützen auch hier runter. Okay, so, dann machen wir ein bisschen Wüste zu Wüste. Wiese zu Wüste. Und das hat richtig viel gebracht. Richtig geil. Dann bauen wir hier eine schöne Agavenfarm hin. Oh, das ist ja richtig doof hier mit den großen Türmen. Können wir gar nicht richtig schön. Dann brauchen wir hier ein Wasserwerk. Und einen Fischer. Okay, so. Dann brauchen wir noch eine weitere Angel. Dann nehmen wir noch ein Stück Eisen, vielleicht.
Na, ja, oder falsch. So, ja, 70 Einheiten habe ich jetzt. Okay. Es geht jetzt so ein bisschen voran, aber wir haben halt echt bald keine. Ich habe bald keine Waffen mehr. Das heißt, wahrscheinlich muss ich echt anfangen, so ein paar Zielobjekte zu bauen. Das können wir. Ich habe gar keine Waffen. Nichts. Ich habe keine Waffen. Gar keine Waffen? So, dann bauen wir hier so zwischendrin da gleich schon mal ein paar Zielobjekte. Ja, hier so geht das doch wunderbar. Und hier können wir auch ein bisschen was hinknallen. Okay, dann sind wir einmal durch. Haben wir alles einmal in Auftrag gegeben. Das kostet uns zwar natürlich wieder einen Haufen Steine, aber Steine sind ja nicht das große Problem. Achso, warte mal. Den Stein nutzen also hier aber ab. Da brauchen wir hier unten nochmal 9. Oder hier oben? Ah, hier unten. Hier unten ist wichtiger, glaube ich. Ui, okay. So. Ach, wo kommen die Bogenschützen noch? Die kommen jetzt hier erst. Ha, da kommen die Bogenschützen erst. So, 49 Minuten. Ja, ja. Wie sieht's... Oh, ich sollte... ich sollte doch erstmal die Rekrutierung ausstellen. Jetzt bin ich nämlich, glaube ich, voll im Siedlermangel angekommen. Okay. Ich brauche mehr Wohnhäuser. Oh Gott. Wohnhäuser müssen fertig werden. Okay, das Wohnhaus wird fertig. Das ist gut. Ich habe echt gerade erst nur drei im Bau. Okay. Das ist ein bisschen wenig. Wo baue ich denn gerade? Hier unten baue ich gerade. Dann könnte ich hier theoretisch noch ein weiteres hinstellen irgendwo. Aber wo? Hier vielleicht. Okay, die Eisenschmelze hier ist erstmal nicht so wichtig. Waffenschmieden erstmal sein lassen. Okay, das ist gerade kein schönes Zeichen, dass das so schlecht hier gerade läuft. Okay, ja, Zielobjekte auch richtig, richtig problematisch. Oh, ja. Ich habe überhaupt nicht auf meine Siedler aufgepasst, irgendwie. Vielleicht sollte ich auch ein paar mittlere Wohnungen, so ein mittleres Wohnhaus hier reinknallen. Einfach, um erstmal schnell ein paar fertig zu kriegen. Ha. Komm, macht bitte die Wohnhäuser fertig. Die werden jetzt wichtig. Die werden jetzt sehr wichtig. Die Wohnhäuser werden jetzt essentiell wichtig. Wow, bei mir läuft alles voll mit Gold. Ich habe jetzt 200 Gold. Also wenn du willst, so einen Marktplatz bauen. Ach so, du hast auch genug Gold, sehe ich. Okay. Gold haben wir, Waffen sind keine. Waffen hast du keine. Hast du überhaupt keine? Nee. Oh ja, das sieht echt nach sehr wenig aus. Dann hoffen wir mal, dass es bei denen einfach genauso aussieht. Wenn das bei denen genauso aussieht, dann haben wir ja vielleicht eine Chance. Ja. Okay, ich kriege auf jeden Fall ein paar Siedler jetzt langsam rein wieder. Das Wohnhaus wird gleich fertig, das Wohnhaus wird auch gleich fertig. Gut. Dann bringt uns die Steine bitte. Verdammt nochmal. Die Eisenschmelze muss auch nicht fertig werden. Die brauche ich jetzt nicht so dringend. Die Wohnhäuser bräuchte ich. Die Wohnhäuser sind mir ein bisschen wichtiger gerade. So. Ich habe es ein bisschen untertrieben mit den Wohnhäusern. Das lief so... Ah! Bislang... Die letzten Male hatte ich zumindest nie Siedlermangel. Das lief eigentlich echt gut. Aber jetzt... Ich habe einen Soldaten für die. Yay, sehr gut. Ja, komm, 8 Minuten haben wir, also 7 Minuten haben wir noch.
Oh, und Steinhauer findet keine Steine mehr. Das ist auch nicht schön. Okay, die sind alle noch. Die sind alle noch beteiligt da. Der findet auch nicht mehr viel, aber es geht noch. So, jetzt sollte aber doch zumindest die Nahrung halbwegs ohne Probleme durchlaufen. Naja, geht so, ne? Ah, okay, da ist ja ein perfekter Platz für ein großes Wohnhaus. Nein, Mist. Okay, das Wohnhaus ist auch fertig. Okay, gut. Wir kriegen wieder Siedler rein. Gut, 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 gut. Ich habe zu viele Soldaten rekrutiert. So viele wollte ich eigentlich gar nicht rekrutieren. Ja, ich habe nicht genug Träger gerade, aber das... Okay, das nächste Wohnhaus wird gleich fertig. Okay, das mittlere Wohnhaus sollte auch gleich fertig werden. Da brauchen wir nicht viel. Okay, ja gut, wir haben jetzt Zierobjekte komplett im Siedlermangel gebaut. Das ist äußerst ungünstig. Ah, Wohnhaus, komm. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein, den wir hier brauchen? Gib den Stein. Gib ihn mir doch. Ja, da ist er. Okay, Stein ist da. Sehr gut. Ah. Okay, Wohnhaus kommt. So, nächste Wohnhaus wird auch irgendwann fertig. Mal sehen. Wow, wo sind denn die ganzen Ressourcen? Wo fehlen überall die Rohstoffe? Okay. Da fehlt überall irgendwo was. Ja, reduzieren Sie die Anzahl der Träger. Nö, ich jetzt nicht. Oh, warte. Schon wieder so ein Kassel. Schon wieder was geklaut. Ich kann das Holz von der Baustelle, damit meine Häuser nicht fertig werden. Ist das Ihrem Scheiß Ernst? Das ist schon ganz schön frech. Ich meine, wie viel Geduld muss man haben für sowas? Ziemlich viel Geduld und ziemlich viel Fingerspitzengefühl auf jeden Fall. Ziemlich viel Fingerspitzengefühl. So, der Priester ist erstmal mein Priester Nummer 2. Der Priester wird dann der Priester sein, der sich... Wo ist denn hier... Ah, da oben ist eigentlich das Steinfeld, wo es sich lohnt, dann Stein zu zaubern. So, ach, warte mal, meine Agavenfarm ist ja jetzt besetzt. Das heißt, jetzt muss ich dann ja auch so eine Tekia-Destille hier bauen. Irgendwo hier hinten. Oder noch einen kleinen Tempel irgendwo hier hinten. So. Ist nicht schön, aber halbwegs okay. Wow. Okay, ich krieg wieder ein paar Waffen. Das ist schön. Was sagt denn mein Rohstoffvorrat? Ich habe ein paar Eisenbarren. Ich habe vor allem viel Eisenerz. Okay, ich muss erstmal Eisenschmelzen weiterbauen. Waffenschmieden können danach kommen, aber vor allem Eisenschmelzen brauche ich. Okay. Okay, vor allem die Eisenschmelzen. Uff, okay, so, Siedlermangel so ein bisschen bereinigt. Okay, gut, Siedlermangel ist erstmal erledigt. Glück gehabt. So, ansonsten trotzdem Probleme nach wie vor. Getreide habe ich einfach zu wenig. Ich habe jetzt schon 7 Farmen, aber das hilft anscheinend noch nicht genug. Oh, ich baue jetzt Fischer. Ich bin ja jetzt am Meer. Geil. So, spamme ich jetzt alles voll mit Fischerhütten hier. Brauche ich 5 Angeln nochmal. Mal 5 Angeln, bitteschön. Okay, so. Wir können wieder loslegen. Und uns wieder komplett neu in den Wahnsinn begeben. Warte mal, ich baue nochmal ein neues Set Zierobjekte. Wenn ich da schon so bei bin. Jetzt habe ich ja wieder genügend Siedler. Und Gold habe ich auch genügend. Jetzt muss ich halt einfach dafür sorgen, dass meine Kampfkraft mega episch ist. Bauen wir da einen. So, haben wir alles einmal dann. Okay, alles einmal drin. So. So, dann baut mal los, Kollegen. So, legt mal los. So, jetzt fehlt noch ein Stein. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall schon wieder anfangen zu rekrutieren. Oh, der findet keinen Stein mehr. Also auch einreißen, den Kollegen.
Oh, da waren da noch Steine. Hätte ich gar nicht einreißen müssen da. Hoppala. Das war ja doof. War ja dumm von mir. So, wo ist mein Priester Nummer 2? Ah ne, hier ist der Priester Nummer 1. Der dann hier auf die Idee kommen soll, Steinfluch zu zaubern. Wenn es dann nötig wird. Okay, der Turm wird gleich fertig. Schön. Joa. So, warte, wo habe ich denn noch kleine Türme? Ah, hier drüben habe ich noch einen kleinen Turm. Ah, da drüben habe ich noch einen kleinen Turm. Verstehe. Verstehe. Okay, so. Es geht gleich rund. Also, ich... Na gut. Von 0 habe ich ein bisschen aufgeholt. Von 0 hast du ein bisschen aufgeholt. Oh ja, 77 immerhin. Das ist okay. Oh, jetzt fehlen mir wieder Hämmer. Und plötzlich stehen bei mir Siedler ohne Ende rum. Ja, dann komm, gib ihm. Dann bauen wir noch mehr Waffenschmieden und so weiter. Okay, es fehlen halt Steine, ne? Es fehlen jetzt halt echt Steine. Ich baue eine Steinmine. Ja, ich baue eine Steinmine. Das ist sinnvoll, definitiv. Aber ich kann auch Wohnhäuser einreißen. Vor allem das mittlere Wohnhaus hier, das brauche ich nicht. Da gibt es auch nochmal 4 frische Steine raus. Mhm. Die bringen ja immer ganz gut was. Warte mal, nee, das Wohnhaus brauche ich jetzt noch nicht bauen. So, also, meine Kampfkraft ist schon mal auf 108%. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, 93. 93, ja gut. Okay, so, dann würde ich sagen, gehe ich auch schon mal, produziere auch schon mal so ein paar Schwerter, dass wir auch schon mal ein paar Schwerter noch dabei haben dann. Ich habe echt viel zu viel Gold. Das ist ja echt Wahnsinn. Zeit ist um. Stunde ist um. Jo, so, jetzt ist die Frage, was passiert jetzt, ne? Ich habe natürlich keine Diebe hier losgeschickt. Hätte ich mal schon mal eher machen sollen. Um hier zu gucken, was hier so passiert. So, hier unten meine Türmchen. Da hinten wird gebaut. Ja, das ist okay. Okay. Ja, es muss jetzt halt alles noch weiter fließen. Denn die Siedlung muss natürlich noch weiter gebaut werden. Waffenschmieden brauche ich mehr. Definitiv. Okay, die wird gerade planiert. Da wird gerade dann gleich gebaut. So, dann nochmal ein paar mehr. Ja, sollen wir loslaufen oder was machen wir? Also, ja, glaube ich noch nicht so ganz. Also, ich habe erst 122 Truppen. Ja. Ja, gut. Also, ich meine, an sich, von mir aus können wir auch noch warten, weil es wird bei mir wahrscheinlich nur besser werden. Weil jetzt kommt so langsam alles nochmal in Schwung. Ich weiß halt nicht, wie es bei denen ist, ne? Das ist natürlich wieder das Problem. Die Frage, wie stehen die da? Stehen die gut da? Haben die viele Truppen oder. Ist bei denen auch alles am Zusammenbrechen? Das sind ja immer so Dinger. Wäre natürlich echt schön, wenn bei denen auch nichts läuft. Vor allem, wir wollen es ja dann gerne auch zu einem guten Abschluss hier bringen. So, warte mal, was sagt denn unsere Werkzeugschmiede? Okay, die sagt, die muss noch ein bisschen hier hacken. Oh Gott, ich hab keinen Platz mehr für Spitzhacken und so. Ach so, ja gut, vielleicht brauchen wir auch gar keine Spitzhacke, ne? Okay, lass mal gucken, was die da so haben. Kommt da was? Kommt da was an oder auch nicht? Also haben sie ein paar Geologen, die da am Rumhämmern sind. Wo ist deren große Armee denn? Aha, da ist ein Schwertkämpfer. Das ist jetzt natürlich noch nicht so das wahnsinnig große. Okay, also er ist auf jeden Fall fett am Wohnhäuser-Spam und er baut noch einige Minen. Und seine Kohleminen liegen komplett voll.
Also, ja, ich. Ja, das war da angreifend. Also, sieht halt echt irgendwie ein bisschen lost aus bei ihm. Sieht halt irgendwie, ich sehe gerade überhaupt. Also, stehen alle Träger einfach nur hier rum? Als wäre die Siedlung irgendwie tot. Keine Ahnung, was er da macht. Vielleicht will er auch einfach nur sich zurückhalten. So, warte mal, hier sind noch ein paar Diebe. So, warte, sehe ich hier irgendwas? Ah, da ist ein Dieb gestorben. Nee, der ist noch gar nicht gestorben, der lebt ja sogar noch. Ha! Hat er gar nicht erwischt. Okay, was sehen wir denn bei ihm? Ja, mal sehen, irgendwo wird er ja wahrscheinlich seine große Rekrutierungsgeschichte haben. Ah. So, was haben wir hier? Ich sehe halt echt nichts bei ihm. Wo ist denn seine Schwerindustrie? Und wo läuft denn sonst alles? Läuft hier überhaupt irgendwas? Ja. Wie sieht es bei Grün aus? Grün baut auch so viel gerade noch, ne? Okay, was baue ich denn gerade noch? Was ist denn bei mir im Bau? Bei mir sind so dieses und das im Bau. So, warte mal. Ich brauche vielleicht noch eine dritte Mühle. Ich habe aber nicht so viel. Getreide. Du hast nicht so viel Getreide. Getreide. Oh, warte, da schleppen sie Gold runter. Ah, da sehen wir es auch bestimmt. Hier schleppen sie Gold runter. Ich glaube, hier sind die Kasernen. Hier schleppen sie das Gold lang. Ah, und hier oben. Oh, warte mal, jetzt bin ich hier am Klauen. Wird gar nicht klauen. Lag. Oh, nein, sag nicht Spiel abgestürzt. Also, wie sah es aus? Also, ich weiß nicht, wie viele Truppen die. Ja? Ich weiß auch nicht, aber ich habe noch keine gesehen. Nee, also ich habe ein paar gesehen. Müssen wir gleich gucken. Ich glaube, vier beim Bauen, oder? Ja, ich habe so ein paar beim Blauen gesehen. Die haben anscheinend wieder die Kaserne da oben oberhalb des Berges. Ja, mal gucken. Ich guck mal, ob ich da nochmal ein paar. Ah, okay, hier stehen wir. Ja, eine Minute vier. Okay. So, jetzt müssen wir hier gucken. Also hier unten irgendwo. So, jetzt ist natürlich die Frage, was. Ah, hier gehen wir. Was wird bei mir alles noch gebaut? Boah, ich habe echt viel Gold. Verdammt viel Gold. So, was sehen wir hier? Da steht eine Einheit. Das ist nicht gut. Schwertkämpfer, dem sollten wir nicht begegnen. So. Also, die bauen verdammt viel hier. Aber guck mal, hier, guck mal. Ah, jetzt hier, siehst du meinen Dieb? Da sind Truppen. Aber das sind nicht viele. Dann kommen wir von den Truppen. Dann kommen wir auch bei jener Mitte. Ja. Oh ja, der Grüne kommt auch mit ein paar Truppen. Ja, okay. Aber das scheinen echt nicht viele zu sein. Gerade. Oder ja, angreifen. Ich würde sagen angreifen, weil, oh ja, doch, sind schon einige. Aber ich würde trotzdem, also ich weiß nicht, ich würde sagen angreifen, weil meine Kampfkraft ist besser als meine Verteidigungskraft. Ich bei dir kriege ich einen Angriff. Und die hier lasse ich eine Verteidigung. Okay. Okay, so, ich baue auch nochmal ein ZC-Objekt. Das ist halt recht nah alles. Das heißt, ich kann. Und gerade die könnte mein Land sein, unser Land. Ja. Die brauche ich gar nicht. So, warte mal, wie sieht das aus? Ah, da wird man ein bisschen. Oh, da drängen wir sie schon direkt im Land wieder zurück. Also ich habe eine Kampfkraft von 122%, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, würde ich sagen.
So, jetzt kommen die hier in den Häuserwall rein. Deine Schwertkämpfer laufen da gerade vor. Lass die nochmal ein bisschen. Ja, egal, ja. Die sterben jetzt eh gleich weg. So. Okay. So, dann. Ja, ich laufe noch ein Stück nach oben und dann kesseln wir also hier von Norden ein, ne? Weil jetzt haben wir echt einen guten Kampfvorteil, denke ich. Ich meine, die haben natürlich mehr Truppen. Aber. Okay, jetzt schießen sie. Ah, sie laufen noch zurück. Okay. So, da oben geht der erste Kampf. Oh, jetzt hat er Wohnhaus eingerissen. Okay, warte, hier müssen wir zurückziehen. Da laufen deine Schwertkämpfer. Okay, die müssen hier nachrücken. Wow, was für Kampf hier, ey. Das ist ja echt sehr viel Stellungskrieg. Achtung, zieh deine Leute nicht zu weit weg unten. Zieh deine Leute unten nicht zu weit weg. Die müssen unten ein bisschen mithelfen bei mir. Oh ja, jetzt kommt Grün hier in die Flanke gefallen. Grün fällt mir jetzt gerade in die Flanke. Okay, ich mache mal hier, brauche einen Steinzauber. Steinfluch. Okay, Grün. Okay, da kommt jetzt gerade ordentlich was. Meine Kampfkraft, also die, boah, okay, die haben, die werfen aber auch ziemlich viele Level 1er oder 2 oder, okay, die haben schon doch ziemlich viele Truppen da stehen. Okay, da werden wir jetzt gerade ein bisschen unsere Truppen stehen da in der Mitte auch echt kacke. Ah, dann müssen wir hier oben rumziehen. Okay, ich brauche mehr Eisenschmelzen und Waffenschmieden und sowas. Ah, verdammt, ich bin ein Trottel. Ich habe gar nicht genug Hämmer. So. Ja, dann wird das natürlich alles nichts. Ohne Hämmer. Okay, wir wurden echt krass aufgerieben jetzt hier. Ich glaube, ich habe zwar ganz gut gekämpft. Okay, also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Einheiten vernichtet, als ich verloren habe, aber das Blatt wendet sich jetzt ein bisschen. Aber, weiß nicht, wir müssen gucken. Ah, okay, die Grünen stehen da. Da steht ein Pass von dem Grün, vom Grün. Aber der pumpt, also der Blaue pumpt fast nur Level 1er raus irgendwie, der Ollo, der Mo. Nur der Grüne hat jetzt ordentlich was. Wie viel Truppen hast du? Du hast schon wieder gut nachrekrutiert, ne? Okay, bei mir kommen. Ja, bei mir kommen leider relativ wenig Waffen nach. Ich glaube, ich habe zu wenig Kohle auf die Waffenschmieden. Das ist ein Problem. Warte mal, wo brauchen wir mehr Kohleminen? Brauchen wir mehr Kohleminen? Okay. Ja gut, die wurden jetzt aufgerieben. Jetzt habe ich hier doch einiges noch verloren. Okay. Immerhin haben viele Bogenschützen natürlich. So, den haben wir erstmal ausgeräumt hier, den Grünen. Der sollte da nichts sehen. Oh, hier, ich sehe den Turm. Siehst du meinen Dieb? Ich sehe den Safe-Turm von denen. Oh, also der Dieb links, mein ganz linker Dieb oben bei denen in der Base. Da, naja, von hinten rum vielleicht, weil da ist die Landesgrenze. Wir müssten halt ganz am Meer entlang. Warte, das ich probiere das mal. Ich meine, ist sehr fraglich, ob ich da irgendwie hinkomme, aber kann ja klappen. So, wir brauchen wieder mehr Leute. Also meine Kampfkraft ist jetzt bei 132%. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ihr geht mal ganz hier rüber.
Boah, wenn ich den Turm da kriegen würde, dann wäre es natürlich echt, echt stark. Okay, so. Ersten Angriff haben wir nicht erfolgreich ausgeführt, aber ich habe auf jeden Fall 60 Einheiten mehr vernichtet, als ich verloren habe. Oh, jetzt kommen sie hier. Jetzt stehen sie hier an meiner Grenze. Sie stehen an meiner Grenze. Ich glaube, ich brauche dich. Ja, aber die kommen auch links. Die kommen auch links. Die kommen bei dir. Okay, dann gehen wir zu dir rüber, oder? Ach, ist eigentlich egal. Die sollen bei mir ruhig reinkommen. Ist okay. Gehen wir zu dir. Gehen wir zu dir. Dann sollen die bei mir reinkommen und wir fallen bei denen ein. Weil wenn die große Armee zu mir schicken, dann... nee, komm, schick alles zu dir rüber. Alles gut. Wenn die jetzt die große Armee zu mir schicken, dann heißt das, dass sie wieder, genau wie im ersten Spiel, völlig blank auf deren einen Seite sind. Und im Prinzip, ich habe erstmal nicht so viel zu verlieren. Also mein Safe-Turm steht hinten. Ich muss nochmal gucken, wo meine kleinen Türme sind. Ich habe nur einen kleinen Turm. Okay, das ist in Ordnung. Meine Safe-Türme stehen hinten. Das heißt, da sollen sie erstmal ruhig hinrennen. Das ist mir völlig egal. Das sollen sie gerne machen, weil viel mehr können sie erstmal nicht. Dann lass uns erstmal jetzt gucken, dass wir die bei dir zurückdrängen und dann rennen wir beim Grün rein. Und dann gucken wir, ob wir irgendwie zu diesem Safe-Turm von ihm kommen, den er da oben irgendwo stehen hat, ja. Mhm. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie hin. Ach, man muss doch nicht suchen, sondern das kann er. So, ja komm, der soll ruhig laufen da, ist mir egal. Hm. Ich meine, das einzige Problem ist halt, wenn sie meinen Kasernen wieder zustellen. Aber. Was? Bei dir ist die große Armee. Und so ein kleiner. Ich würde erstmal versuchen, die kleine abzubauen und damit einrühren. Ja. Wir fangen die ab. Wir versuchen die zu erwischen bei dir und dann gehen wir mit allen hoch. Nee, bei dir. Was? Bei mir? Nee, die lass doch. Die bei mir sind egal, die laufen dann nur durch. Ich meine, klar, die werden wahrscheinlich auf lange Sicht zu den Kasernen wollen. Das heißt, da muss ich natürlich dann ein bisschen aufpassen. Aber erstmal können die nicht viel anrichten, weil die haben keine Schwertkämpfer dabei, es sind nur Bogenschützen. Das heißt, wenn die bis zu meinen Türmen rennen, sollen sie das ruhig machen. Mhm. Also ich meine, klar, wir versuchen... Oder ich ziehe meine Armee dann zurück und du rennst zum Gelben durch. Das ist auch okay, zum Grünen durch. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich echt sinnvoller, wenn wir sagen, wir rennen direkt hoch. Oder ich schicke einen Teil meiner Leute mit. Dann schicke ich einen Teil meiner Leute mit. Dann schicke ich einen Teil von meinen Leuten mit von meiner Armee und der Rest kümmert sich dann gleich um meine Heimatfront. Dann mache ich das so. Dann schicke ich die hier zurück. Kommen sie denn überhaupt hier lang? Ne, die suchen. Die wissen auch gar nicht, wo meine Rekrutierungsgebäude sind. Okay, so, dann schicke ich ein paar mit dir mit. Rennen wir zum Grünen hoch. Ferox müsste das ja wieder sein. So, wo kommen sie denn? Hier kommen sie. So, dann sollen sie mal hierher kommen, bitte. Dann fallen wir denen gleich in den Rücken, wenn sie hier anmarschiert kommen. Okay, sind einige Truppen. Aber das ist schön, wenn die halt echt komplett da in das Gebiet reinrennen. Wir dürfen halt nur nicht blind in den Tod laufen. Aber an sich, ein paar Schwertkämpfer direkt oben zu dem Turm hin. Und dann wäre das schon ziemlich cool. Oh ja, sie laufen zurück. Sie laufen zurück, oder? Nee, sie laufen zur Seite, um zu meinen Basen zu kommen. Sie wollen zu meinen Militärgebäuden. Ja. Okay. Keine Kohle mehr? Hast du noch Brote? Also ich habe auch nicht mehr viel Kohle. Ah ja, jetzt sehen sie meine Rekrutierungsgebäude. Okay, ja. Okay, jetzt haben sie meine Kasernen gefunden. Oh ja, haben ja doch ein paar Schwertkämpfer dabei. Nicht viel, aber ein paar. Okay. Gut, aber die blaue Armee zieht sich zurück. Das heißt, nur Ferox ist gerade da. Den könnte ich vielleicht mit etwas Glück zurückdrängen. Oh, warte.
Du stößt da gerade auf die Armee von Ferox, ne? Sehr gut. Wo sind meine Schwertkämpfer? Die sollen mal hier rumgehen. Okay. So, unten. Ah, den, da muss ich hier ein bisschen zurück. Ah, okay. Okay, sie wollen mich jetzt aus dem Spiel nehmen, aber ist egal. Dräng weiter vor. Ah, Mist. Na, die haben da schon ganz schön viele Truppen auch, ne? Die haben schon ganz schön viele Truppen da. Aber jetzt kämpfen wir gerade wieder offensiv. Okay, kann ich meine Verteidigungslinie halten? Ja, könnte passen, könnte gehen. Könnte gehen. So, ich muss hier halt natürlich weiter. Okay. Ja. Okay, gut. Die grüne Armee hier unten habe ich erstmal weggesniped. Jetzt kommt noch die blaue von dem Olomo. Und da oben, okay, da oben, da sieht es natürlich echt bitter aus. Warte mal. So, ich guck mal, ob ich von hinten an den blauen Turm rankomme. Ah, den hat er jetzt gerissen, glaube ich. Hat er jetzt gerissen? Ah ne, da steht immer noch. Okay. Ah, jetzt kommen da mit mehr Truppen da rein. Okay, ich brauche neue Kasernen. Ich brauche neue Kasernen. Ja. Okay, also ich kann erstmal nichts mehr produzieren. Meine Kasernen sind erstmal zugestellt. Das wird jetzt leider schwierig. Ich muss jetzt noch gucken, dass meine Schwertkämpfer oben vielleicht hier rumkommen. Okay. Was macht der da? Mal sehen, ob hier was, ob die hier was finden. Also er baut sich hier echt einen interessanten Turm. Ganz in die Ecke. Okay, so, was sagt deine Armee? Die wird da gerade aufgerieben. Du hast echt nicht mehr viel, ne? Schade. Ah, Mist, ein Schwertkämpfer ist mir auf die Schliche gekommen. Aber vielleicht bemerken die es ja gar nicht. Mal gucken. So, stellen sie meine... Okay, stellen sie jetzt erstmal meine Kaserne zu. So, brauche neue Truppen. Brauche neue Kasernen. Na gut, da muss ich mich aber beeilen jetzt, sonst wird es problematisch. Ich glaube, sie haben meine Schwertkämpfer noch nicht bemerkt. Ah, doch, haben sie. Okay, sie haben meine Schwertkämpfer bemerkt. Schade. Okay, das ist aufgeflogen. Jetzt klaut er mir hier Gold. Ah, das ist natürlich jetzt sehr smart. Oh, die Grünen sind bei dir im Land. Okay. Okay, ich muss die Lager abreißen. So, kommt Leute. Wir müssen hier schnell rekrutieren. Kommt her. Wir brauchen die Truppen. So, dann noch weitere Wohnhäuser bauen. Ich gebe dieses Spiel noch nicht verloren. Oh. Na komm. Na gut, nee, das ist sinnlos.
Aber cool, das könntest du. Na, nee, du hast nicht so viele Truppen da, ne? Bilde Diebe aus, mach deine ganzen Leute zu Dieben. Dann schießen die zuerst auf die Diebe. Okay, so. Und ich versuche jetzt hier meine Kaserne wieder zum Leben zu erwecken. Okay, so, jetzt hat er. Jetzt. Jetzt muss er nochmal was opfern hier. Jetzt muss er nochmal gucken. Okay, geil. So, jetzt komm. Okay, ich stärke den Rücken. Ich stärke den Rücken. Kommt, Leute. Das schaffen wir. Oh, komm, wir brauchen jetzt mehr Gold. Ah. Okay. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? Aber, ja, mein Gott, ich glaube, das werden wir verlieren jetzt. Aber ich habe noch ein paar Leute, die sich jetzt hier aufopfern und versuchen nochmal gegenzuhalten. Und wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Gold rauskommt, dann kriegen wir dazu. Also... Meine Kaserne hat er jetzt, ich kann dir jetzt gleich den Rücken stärken. Naja, was heißt stärken, aber ich kann wieder was ausbilden. Weil meine Kaserne, er hat zu wenig Truppen zu meinen Kasernen geschickt. Das heißt, ich kann da jetzt tatsächlich wieder ein bisschen was hinstellen. Okay, aber ich brauche mehr Wohnhäuser, ich brauche mehr Wohnhäuser, damit das hier alles besser läuft. Alter, jetzt wird das schon wieder gleich so ein ewig langes Match. Warte mal, ich muss wieder F7 drücken, weil jetzt muss ich gucken, dass wir bald schon wieder... Okay, ich schick dir Verstärkung. Nee, dürfen sie noch nicht. Haben. Ja, ich hab meine Lager abgerissen, weil die haben angefangen, mir das Gold zu klauen. Ja, da wollte ich natürlich jetzt nicht so viel gegen machen. Alter, ich habe so wenig Kohle. Das ist ja echt Wahnsinn. Also bei mir ist. Ja, weiß ich nicht. Also meine Kasernen haben sie jetzt erstmal wieder offen gelassen. Oh, ich habe jetzt auch einige Truppen hier unten irgendwie. Aber wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Also, wann kommt ein Ferox wieder? Okay, Ferox kommt jetzt wieder mit Truppen. Okay, gut. War ja eigentlich auch zu erwarten, dass er jetzt irgendwann wieder ankommt. So, wir brauchen hier das Lager. Das muss wieder fertig werden, damit wir hier mehr Gold kriegen. Dann können wir hier wieder Gold einlagern. Jetzt habe ich tatsächlich nur 9 Gold. Okay, komm. Wisst ihr was? Go for it. Level 1 Soldaten raushauen. Alles rausballern. Alles raus. Ich werde jetzt einfach alles draufschmeißen, was wir haben. Blech. Also der Kampf läuft immer noch. Wo ist dein Turm? Wo sind deine Sicherheitstürme? Okay. Ah, das heißt, den finden sie gleich wahrscheinlich, ne? Wo? Dann kann ich Truppen hinschicken noch. Ich sehe ihn gar nicht. Ich finde ihn nicht. Ah, jetzt komm. Ja. Ach Mann, aber wir haben zumindest ein Spiel gewonnen, wir haben 2-1 nur verloren. Das ist doch definitiv gar nicht so verkehrt. Also ich hab jetzt sogar fast gedacht, es könnte nochmal spannend werden. Ne? Nee, du bist besiegt, steht da. Ich will jetzt noch die Armee hier zurückschlagen und dann ist okay, dann sage ich auch GG. Dann sage ich auch die GG, aber die will ich hier noch weg. Pusten.
Na, was heißt wegpusten? Ich glaube, da kann ich nicht viel wegpusten. Ja. Jetzt kommen hier die ganzen Diebe reingeschneit. Ha! Ja, ja, okay. Ah. Nein, reißen wir mal alles ein. Ja. Hier, da kommen wir gut. Schade. Oh, oh je. Na gut, dann ist es zumindest jetzt auch nicht ganz so spät. Schade, es sah eigentlich... Ja gut, die haben schon eine verdammt starke Wirtschaft. Ah, da stand auch mehr als ein Turm. Da war auch die Kaserne von denen. Ja. Ja, ich glaube, die haben einfach gut viel rekrutiert auch. Bei uns hat die Kohle irgendwie dann nicht mehr funktioniert, ne? Mhm. Das war dann so ein bisschen das Problem. Wow, aber auch ganz schön zugepflastert bei denen alles. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz in die Nachbesprechung. Dann muss ich aber auch gleich los. Mhm. Gleich ins Bettchen, ist auch schon wieder spät genug. Ja, naja. Ich immer relativ solide gespielt. Hey ho. Hey. Ha, schade. Ja, schwierig, ne? Aber. Ja, war ein schwieriges Match. Zwischendurch hat halt viel Eisen gestanden. Fleisch war echt ein Problem irgendwie. Ja. Und du spielst immer mit so wenig Nahrung, ne? Das ist immer wieder auf Kante genäht. Ja, also ich verstehe aber auch nicht, die Getreidefarmen haben irgendwie ewig. Ich habe 9 Getreidefarmen irgendwann gehabt und das hat immer noch nicht gereicht, um alles zu versorgen. Also um auch überhaupt 2 Mühlen und 2 Fleisch, also Zuchten zu versorgen irgendwie. Aber die Frage das ist, war ein Problem. Warum du erst 3 Farmen baust, dann baust 3 Bäcker und 2 Ziegenfarmen oder so, bevor du überhaupt das Getreide hast, was die versorgt. Ja, die sind ein bisschen schnell fertig geworden. Also, beziehungsweise die Ziegenfarmen sind nicht schnell fertig geworden. Ja, ich hätte noch mehr Getreidefarmen bauen müssen früher, das stimmt. Das war ein bisschen doof. Ja, erstmal Glückwunsch. Aber gut. Ne? Ja, Glückwunsch, ihr beiden. GG. Jo, GG. Jo. Ja, gehen wir auch mal den Turnierbau mal gucken, wie es denn jetzt aussieht. Ja. Ja, schade. Es war auch wieder ein enges Spiel. Hat auch wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon Panik gekriegt, als ihr nach dem Laden direkt wieder bei uns reinmarschiert seid. Ja, wir hatten leider nicht ganz so viel. Ich habe halt nur gedacht, okay, meine Kampfkraft ist höher. Deswegen müssen wir einfach, weil ich hatte einfach so viel Gold, aber keine Waffen. Deswegen habe ich einfach Zierobjekte ohne Ende gebaut irgendwann. Und habe gedacht, okay, komm, lass uns den Kampf in eurem Land austragen, weil dann haben wir vielleicht noch halbwegs eine Chance. Wir haben uns auch gerade gedacht, wir gehen zur Stunde dann, als wir neu geladen haben, waren wir gerade auf dem Weg zu euch. Weil ich dachte, ja, komm, schaff, das kann man mitnehmen. Ja. Naja, warum ja, nicht? Hattest du zur Stunde schon die 3 Sätze oder was? Nee, 2. Mhm. Oder 1 Stunde, 2 Minuten oder so, keine Ahnung. Mhm. Dann war der 2. Satz kurz danach fertig. Ja. Schlecht. Naja, ich hatte halt so viel Gold, aber keine Waffen, ne? Sonst, also ich hätte es lieber in Truppen investiert, weil Gold hatte ich genug. Eisen ist halt problematisch gewesen, die meiste Zeit leider. Naja. Na gut, aber war ein schönes Spiel. Ich würde mich auch direkt ins Bettchen ziehen, weil es schon wieder spät ist, deswegen bleibe ich leider nicht mehr lange jetzt für die Nachbesprechung, aber war cool. Ja? Das Spiel war ja relativ eindeutig so halt wirtschaftlich einfach, dass halt Ferox und Mo ein bisschen besser gesiedelt haben, besser die Soldaten hatten. Ja, das hat halt da hat die Wirtschaft dann echt viel wieder ausgemacht. Die lief halt. Das war aber auch die Seite, ne? Also ich muss sagen, ich war glücklich, dass ich Holz nach unten hatte am Anfang. Weil das ist als ich hab's auch gut. Tatsächlich andersrum vermutet. Ich dachte, okay, Stein kommt bei uns nach unten, aber Stein kam fast nur nach oben von meiner Startposition aus. Das war echt merkwürdig. Also nicht klar auch nach unten, aber gefühlt war irgendwie mehr nach oben. Und man kam auch mit den Türmen da gar nicht richtig ran. Das heißt, ich musste mir dann erst frei pionieren und dann Turm bauen und so. Das war ein bisschen umständlich. Das ist ärgerlich. Aber ja. Nö, ansonsten ging's. Es war halt ich nur. Ich hab zwischendurch mal gesehen, dass der Lila die Eisenmine mit Brot versorgt hat. Ist das richtig? Ja, du nicht. Ja. Ich hatte einfach Eisenmangel, weil ich keine Nahrung für Eisenminen gekriegt habe. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt recht viel Kohle, dass ich mir ein paar komme, schick mir ein paar Brote zum Eisenminen, damit ich ein bisschen Eisen zum Laufen kriege. Weil ich fehlte mir jetzt hier Nahrung und Fisch dauert auch so ein bisschen und Brot hatte ich. Ein bisschen mehr Eisen, dafür ein bisschen mehr Kohle.
Sag mal, Fokor, kannst du das Ergebnis direkt eintragen auf dieser Webseite? Dann könnten wir nämlich sehen, wie die nächsten Partien aussehen. Genau, das kann ich nicht, weil ich glaube, da habe ich auch noch keine Rechte. Ah. Oder ich wüsste zumindest nicht, wie ich da rankomme. Aber als nächstes dürfen Ferox und Moritz Mo auf jeden Fall gegen Vincent und JM 1990, also Felix, spielen. Das werden ein paar starke Gegner, glaube ich. Genau, also der Maxai hat sich, glaube ich, zurückgezogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dafür ist der Vincent eingesprungen. Genau das. In-Game-Text, sag mal an. In-Game-Text, das ist ZL Bobillon und ZL JM 1999. Wow. Genau. Viel Erfolg da auf jeden Fall schon mal. Frage, wo wir landen, ne? Elbrib und Cheatol kommen ja ins Loser Bracket. Welche Frage weiß ich jetzt nicht, an welche Stelle genau. 1.2. Da landen die, dann logischerweise Freewin, da geht's dann weiter und dann dürfen sie gegen den Verlierer von WB 2.6 spielen und WB 2.6 sind Rockel und Philomat und Senna und Don Leon. Uiuiui, ui. Oh. Das hört sich gut an. Ja, ja, das wird lustig. Okay, das heißt, ihr müsst gegen den Verlierer von dieser Partie hier. Ich zeig's gerade nochmal auf dem Stream. Ja, da müssen wir ran. Da sind wir mal gespannt. Jo, auf jeden Fall allen viel Erfolg. Ich ziehe mich zurück. Ne? Danke für euch fürs Kommentieren, danke fürs Spielen und bis zum nächsten Mal irgendwie. Und viel Erfolg weiterhin. Gute Nacht. Ciao, ciao.